Der demografische Wandel und die künftige Fachkräftesicherung in der Wirtschaft sind wichtige Themen, auch für das Handwerk in der Wirtschaftsregion Mittelrhein. Das gilt umso mehr für die Bereiche, die wegen ihrer starken fachlichen Spezialisierung auf Experten setzen müssen. Sollen alle betrieblichen Abläufe reibungslos funktionieren, so wie im Fall des Koblenzer Handwerksbetriebes Modellbau Müller. Früh übt sich, heißt es auch hier. In Zusammenarbeit mit den Schulen führt die Handwerkskammer Koblenz Jugendliche im Schulalter an die Berufswelt des Handwerks heran. Ob es nun die traditionellen Schulfeste für mehrere tausend Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Klassenstufen sind oder Schülerpraktika, in denen sehr gezielt auf die individuellen Stärken und Neigungen der Teilnehmer eingegangen wird. Im Rahmen einer Berufsorientierung bietet die Handwerkskammer hier Siebtklässlern der Freiherr von Steinschule Lahnstein die Möglichkeit, sich selbst in verschiedenen Gewerken auszuprobieren. Was der 13-jährige Nico so beschreibt. Viele Sachen. Zum Beispiel Maurer, Metall, Schreiner und jetzt sind wir bei Schreiner und morgen machen wir Metall. Ach, Farb- und Raumgestaltung. Zusammen mit seinen Klassenkameraden absolviert er ein insgesamt zweiwöchiges Praktikum, das in zwei Etappen durchgeführt wird. Vier Werkstätten lernen die jungen Handwerker kennen, die bereits wissen, was sie einmal werden wollen. Schreiner. In Ruhe ausprobieren und Stück für Stück die Projektarbeit, ein Windrad, zusammenbauen. Dabei sehen, wie Dinge entstehen und die eigene Arbeit schätzen lernen. Das sind Aspekte dieses Schülerpraktikums, die sich nur in praktischer Arbeit ergründen lassen. Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige und spannende Erfahrung, sondern auch für die Betreuer und Ausbilder der Handwerkskammer Koblenz eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe. Wir haben also zurzeit jetzt Schüler des 7., 8. Schuljahres hier bei uns in der Kammer. Sie nehmen teil an einem 10-tägigen Blockpraktikum. Diese Praktika finden das ganze Jahr über statt. In der Zeit müssen die Schüler 3 bis 4 Berufsbereiche durchlaufen. Wir bieten also da an Metall, Bau, Holz, Farbe, Kosmetik und viele andere Bereiche. Diese Maßnahmen werden gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und unterstützt auch durch das Bundesinstitut für Berufsbildung. Vor jedem Blockpraktikum gibt es dann noch eine mehrtägige Potenzialanalyse. Über diese Potenzialanalyse stellen wir fest, welche Kompetenzen, welche motorischen Feinfertigkeiten oder Grobfertigkeiten die Schüler mitbringen, soziales Verhalten und so weiter. Und diese Ergebnisse dienen dann auch als Grundlage für weitere Förderpläne. Und so lautet das Fazit der Lahnsteiner Schülerinnen und Schüler kurz vor Ende ihres Praktikums. Es macht mir Spaß. Gut. Wir haben gelernt zu ackern. Die beruflichen Weichen sind hier also gestellt und die Jugend plant mit dem Handwerk. So wie hier das Handwerk mit der Jugend plant. Im Betrieb von Uwe Müller hat man sich auf den Modellbau spezialisiert. Hier entstehen geheime Armaturen für die Autoindustrie oder Teile von Maschinen, die der Auftraggeber zunächst in Form und Aufbau begutachten möchte. So entstehen Einzelanfertigungen, die mit der Serie rein gar nichts zu tun haben und entsprechend individuell gefertigt werden. Für das Modell- und Prototypenbauunternehmen bedeutet das eine hohe Verantwortung und absolute Präzision. Eine Mischung aus computergesteuerter Hightech und handwerklichen Fähigkeiten und Erfahrungen bestimmt den Alltag. Dabei bringen die weltweit agierenden Kunden den Koblenzer Spezialisten aus mehrerlei Gründen viel Vertrauen entgegen. Zum einen hängt von ihrer Arbeit ab, was eventuell später in die Massenanfertigung geht. Zum anderen möchten namhafte Autohersteller natürlich nicht, dass Informationen zum Aussehen kommender Modelle die Öffentlichkeit oder gar die Konkurrenz erreichen. Was hinter den Hallentoren von Uwe Müllers Betrieb passiert, beschreibt der Chef so. Gerade speziell in unserem Beruf haben die meisten eine ganz andere Vorstellung. Die meinen, wir würden hier basteln und so ein bisschen Hobby-Modellbau betreiben. Das hat natürlich gar nichts mit dem zu tun, was wir wirklich hier tun. Die Firma Modellbau Müller, die macht Werkzeug- und Formbau für die Autoindustrie, in der Hauptsache für die Entwicklungsabteilung von den großen Autofirmen. Da sind wir Zulieferer und machen vom Werkzeug bis zum Einzelteil alles komplett. Das hat sich die letzten 20 Jahre also doch sehr stark gewandelt hin zu Automatisierung, CNC-Technik, CAM-Technik, Messsysteme jeglicher Art, die man benötigt, um die Teile nachher auch auf Qualität zu überprüfen.
Um seine anspruchsvollen Aufträge abzuwickeln, setzt Müller auf fachlich hochqualifiziertes Personal, das er am liebsten selbst im Betrieb ausbildet. Aktuell sind es 3 Jugendliche, die hier ihren Handwerksberuf erlernen. Einer, der die Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen hat und heute eine feste Größe im Betrieb darstellt, ist Fritz Bess. Ich bin 25 mittlerweile, habe hier Ausbildung angefangen mit 19 Jahren, 3,5 Jahre Ausbildung. Ja, danach wurde ich auch übernommen, habe jetzt auch Weiterbildungen, Schulungen, alles schon durchlaufen. Ja, und mittlerweile habe ich meine eigene Halle sozusagen. Vor dem Ausbildungsstart hat er ein Praktikum absolviert, um besser Arbeit und Unternehmen einschätzen zu können. Und auch der Betrieb setzt vor die Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag ein Praktikum. Für beide Seiten also eine sinnvolle Sache, die Fritz Bess auch künftigen Berufseinsteigern empfiehlt. Ich würde denen auf jeden Fall raten, macht ein Praktikum, guckt euch einen Beruf an. Nicht, dass nach 2 Jahren heißt oder nach der Ausbildung, hier ist nicht mein Ding, ich will was anderes machen. Und natürlich solltet ihr euch für den Job interessieren. Informationen zu freien Ausbildungsplätzen im Handwerk und zu Inhalten der beruflichen Ausbildung gibt auch die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz unter Telefon 0261 398 332 oder im Internet unter hwk-koblenz.de. Mehr Informationen zu den vorgestellten Themen dieser Sendung gibt es auch in der nächsten Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial, das am 27. April in der Rheinzeitung erscheint.